Ein Thema, das ich sprechen möchte mit der CDU-Abgeordneten Gitta Connemann, die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Hallo, Frau Wirzbach. Frau Connemann, ich nehme das jetzt schon mal vorweg. Sie sind nicht besonders glücklich über dieses geplante Verbrenner aus. Warum? Dieses Verbrenner aus zum Jahre 2035 ist bar jeder Vernunft, sowohl ökologisch wie auch ökonomisch. Denn schauen wir uns die Zahlen an. Zurzeit haben wir weltweit 1,6 Milliarden Verbrennerfahrzeuge. Auch in Deutschland sind 95% der Fahrzeuge entweder Diesel oder entsprechend Benzin. Wir haben 600.000 reine Elektrofahrzeuge. Also zu glauben, man kann bis 2030, wie die Ampel es will, oder aber 2035 alles auf Elektromobilität umstellen, wird schon rein faktisch nicht funktionieren. Und wenn Europa jetzt rein auf die Karte Elektromobilität setzt, wird dies zu neuen Importabhängigkeiten führen, gerade bei den Rohstoffen von Batterien. Und was darüber hinaus fehlt, ist eine Lösung für die bestehenden Verbrennermotoren. Insoweit müsste jedenfalls zugelassen werden, die Einsatz von E-Fuels, also von Kraftstoffen, die auf Basis von erneuerbaren Energien gewonnen werden, sogenannter grüner Sprit. Auch das soll verboten werden. Das ist ökologischer Wahnsinn. Und es nimmt auch der Automobilindustrie die Planungssicherheit. Denken Sie beispielsweise an Porsche. Porsche baut aktuell in Chile eine Pilotanlage für grünen Sprit und nichts anderes sind die E-Fuels. Ist davon abhängig, dass am Ende diese E-Fuels auch in Europa eingesetzt werden können, wie im Rest der Welt. Und das heißt, eine Entscheidung heute gegen E-Fuels und Verbrenner aus ist auch eine Entscheidung gegen die deutsche Automobilindustrie, in diesem Fall sogar den VW-Konzern. Und dazu passt dann die Nachricht von Ford, die heute angekündigt haben, 2300 Stellen abbauen zu wollen, weil der Fiesta eingestellt werden wird. Das ist Auswirkungen vor Ort. Das heißt, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen, aber Sie haben gerade VW angesprochen und sowohl VW als auch Mercedes, auch BMW, die haben sogar die Sorge, ja, dass es noch viel schneller gehen könnte, 2025 ein verstecktes Verbrenner aus eigentlich, denn es gibt ja auch EU-Pläne zu neuen Abgasnormen. Euro 7 würden die bedeuten. 2025 ist da das Datum. Kann es also sein, dass die ganze Kritik, die Sie gerade erwähnt haben, die eben auch die Autobauer sehen, noch viel früher kommt? 25, das ist wirklich morgen eigentlich schon gefühlt. Sie bringen es auf den Punkt, das ist morgen und dafür sind keinerlei Weichen gestellt. Das ist wieder ein hehres Ziel in das Schaufenster gestellt, ohne es aber unterbaut zu haben. Noch einmal, wir haben keine Elektrofahrzeuge in dem erforderlichen Umfang. Und es wäre ökologisch auch sinnvoll, E-Fuels einzulassen. Es geht um grünen Sprit. Und das heißt, der Umwelt etwas Gutes tun, damit aber auch Verbrenner weiter betreiben zu können. Wer dies ablehnt, tut dies also nicht mit Vernunftsgründen, sondern aus reiner Ideologie. Und Ideologie ist der schlechteste tatsächlich Ratgeber für die Politik, sowohl auf europäischer wie auch auf Bundesebene. Das heißt, ich hoffe sehr, dass die Kolleginnen und Kollegen im Europaparlament jetzt noch die Notbremse ziehen. Sagt Gitta Connemann. Vielen herzlichen Dank.